So, wir sind an Ziel 2 für heute angekommen. Wir sind in Playlands Castaway Cove, einem kleinen Pierpark in Ocean City, New Jersey. Hier stehen eigentlich drei Familien- bzw. Kinderbahnen und eine besondere Anlage, nämlich ein S&S Launch Coaster. Und zwar Gale Force da hinten, der einzige seiner Art. Ein Triple Launcher, glaube ich, hat ein Element namens Kickflip. Und sieht echt beeindruckend hoch aus für so einen winzigen Pierpark. Deswegen bin ich mal echt gespannt und mal gucken, was hier sonst noch so gibt, ne? Das war dann quasi auch schon der Besuch hier am Playlands Castaway Cove. Wegen der Kiste da hinten, da das blaue Gale Force, lohnt sich das definitiv mal hier hinzufahren. Wir waren beide extrem beeindruckt und waren aus dem Lachflash überhaupt nicht mehr rauszukriegen. Nicht mehr so gelacht. Richtig geile, verrückte, bescheuerte Kiste. Keine Ahnung, wie ein Park dieser Größe auf die Idee kommt, so eine Bahn zu bauen zu wollen, zu kaufen und wie man dann auf S&S kommt, vollkommen weird, macht auf jeden Fall richtig weil Laune. Wir haben es bereut haben, aber für uns Fans auf jeden Fall eine geile Sache. Ja, und wir haben es auch, wir sind auch noch ein zweites Mal gefahren, einfach weil es so lustig, so spaßig ist. Wirklich, wenn man in der Nähe ist, sollte man hier unbedingt mal hinfahren, das ist halt echt ein Unikat, eine richtig geile Sache. Und ansonsten stehen hier noch ein SBF Visa Spinning Coaster namens Whirlwind. Ist halt ein SBF Visa Spinning Coaster, ist jetzt nicht so spannend. Ein Kindercoaster von Myla, der sieht aus wie so ein Backyard Coaster, ist ganz süß. Und dann gibt es noch einen Myla Family Coaster, der quasi zweimal so um Gale Force rumfährt. Macht optisch auf jeden Fall einiges her und der Blick aufs Meer ist natürlich auch nicht zu verachten. Ja, ansonsten sind wir noch gefahren. Ein Technical Park Squadron 33 heißt das Ding, glaube ich. Das ist quasi wie ein Gerslauer Skyfly. Also man sitzt in so einem Einzelding mit Flügeln, die man so bewegen kann und sich damit überschlagen kann. Und das Ding dreht sich halt im Kreis wie so eine Enterprise quasi. Aber es gibt halt irgendwie keine Bremsen in den Gondeln. Und da wir hier am Meer sind und es ein bisschen weniger ist, eskaliert das total. Hat auch richtig, richtig Bock gemacht. Also generell wirkt der Park echt verdammt süß. Preislich nicht das günstigste, wie das halt an so Pierparks in Urlaubsorten so ist. Aber hier kann man definitiv hin. Hier steht auch noch ein Double Shot von S&S wahrscheinlich. Dann hier so ein UFO, wo man drin steht und das sich so ganz schnell dreht. Dann gibt es hier noch ein Zamperla Air Race, eine kleine Wasserbahn, ein Pendel, eine Schiffsschaukel.
Ja, und eben hier, wo wir gerade langlaufen, einen großen Pier. Und jetzt ist leider zu dunkel, um das Meer da hinten zu sehen. Aber ja, Playlands, Castaway Cove, Gale Force, Daumen nach oben. Eine gute Stunde von Great Adventure weg. Also ja, gute allem, Stunde, Stunde 15. Ist meistens abends offen, kann man sicher im Hinterkopf haben, dass man das verbinden kann. Ja, so. Und damit hört jetzt der erste richtige Tourtag auch mal auf. Da hinten, Gale Force, da fahrt das Ding, wenn ihr in der Nähe seid. Mega geil.